herzlich willkommen zurück bei Katastrophe LP. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Numerino und ich freue mich heute, euch wieder ein Spiel aus unserer Liga zeigen zu können. Wir sind diesmal aber nicht in der regulären Liga. Heute mal eine kleine Ausnahme. Wir sind in der Spezialliga. Und die Spezialliga ist was ganz Besonderes. Das ist im Prinzip die reguläre Liga, aber mit ein paar Veränderungen. Und zwar Veränderungen der Einheiten, Veränderungen der Bauweise. Ich werde da gleich euch mal noch was zu zeigen. Die Spezialliga läuft so ein bisschen nebenbei, ist in der ersten Season. Wir gucken mal ganz kurz rein. Wir haben hier oben den David und hier unten den TWP Rider auf der Free Einstein SPL. Wir schauen uns die Map einmal ganz kurz an, beziehungsweise als erstes, wie immer, gehen wir ganz kurz in die Liga-Übersicht. Wir sehen hier die SPL-Liga, die Spezialliga. Rider momentan mit 4 Spielen, 4 Niederlagen auf Platz 5. Und der David mit 2 Spielen, 1 Sieg, 1 Unentschieden, ist er auf dem 4. Platz vor dem Rider momentan. So, aber die SPL-Liga, ich wollte sie euch mal zeigen, was das bedeutet. So, wie es... Guck mal gerade, dass ich mal ganz kurz ein bisschen hochscrolle, dass ihr das sehen könnt. So, mal kurz das Fenster hier für mich an der Seite. Da seht ihr es. Und zwar Spezialmodifikationen. Sowjets besitzen Schattentechnologie. Jede Fraktion besitzt alle Arten von Wasserfahrzeugen. Jede Fraktion können bis auf das Tech-Gebäude alle Gebäude bauen. Normale und Tarnbunker können von jeder Fraktion gebaut werden. Alliierte benutzen zusätzlich den schweren Panzer und den unsichtbaren Chronopanzer, so heißt er. Er kann aber nicht chronosphieren, das ist ein kleiner Fehler da in der Beschreibung. Und Sowjets besitzen den leichten Panzer. So, das in Kürze zusammengefasst. Also ihr seht ein bisschen special und das bedeutet für die Spieler natürlich neue taktische Möglichkeiten. Wir gehen mal in den Aufbau rein. Rider, 2 Raffinerien gebaut. Geht hier erstmal auf Ressourcen. 2 aber hier an dem kleinen Erzfeld dran. Also der wäre hier besser gewesen, die Raffinerie. Und der David auch mit 2 Raffinerien auch direkt nebeneinander. Verstehe nicht ganz, wieso die so nah beieinander bauen. Und jetzt der Waffenfabrik für wahrscheinlich gleich Werkstatt MBF. Die Free Einstein Map, eine sehr bekannte Map von uns aus der Liga. Für alle, die neu dabei sind, schön, dass ihr da seid. Schauen wir uns zusammen an. Wir haben hier eine große KI-Base in der Mitte. Die Hauptstartplätze, die ein bisschen eingemauert sind, eingerahmt sind, sage ich immer gerne auch dazu durch die Klippen. Genug Startfelder und hier ganz wichtig die Gemfelder Richtung Startplätze, dass da genug Ressourcen da sind, die geklebt sind. Vorsicht hier, die nicht triggern, sonst greifen die einen natürlich an. So, guck mal rein. Rider auch mit Waffenfabrik jetzt. Werkstatt gebaut, ist hier verkauft worden. Oben ist auch Werkstatt gebaut, also gehen jetzt beide auf 2. MPF. Und ich bin gespannt, wer sich hier so Richtung Mitte bewegt. Hier ist nämlich so der, gerne so der Breakpoint. Ne, nicht zu nah an der KI-Base, aber hier rüber. Die oberen Spieler, die setzen sich gerne erst hier hin und dann hier rüber, um dann hier dicht zu halten. Von hier unten wird sich gerne erst hier hingesetzt. Und dann auch in die Richtung. Aber wir haben auch schon Spieler gehabt, die hier wirklich mal durchgefahren sind. Bis nach ganz oben. Bin ich mal gespannt, was diese Spieler hier zeigen. Das Feld auf jeden Fall mitnehmen. Guckt mal in die Erkundung rein. Weiter schickt Erkunden. David genauso. Sieht gut aus. So, da kommt auch schon der nächste MBF. Beim David kommt er nicht raus. Ryder momentan keine Kohle. Ja, 2 Raffinerien waren auch hier überflüssig, muss man sagen, beim David und auch hier beim Rider. Dritter Sammler ist draußen. Hier auch dritter Sammler. Bisschen too much. Hätte man besser in die Expansion investieren sollen. Deswegen kommt auch hier gerade kein MBF raus. Werkstatt wird verkauft. Hier oben jetzt noch ein Sammler mit Raffinerie. So. Rider geht hier. Warum hier ein Rider? Ne, hier wäre besser gewesen. Definitiv. Hier ist jetzt nicht so der schönste Platz. Wenn dann vielleicht noch hier, hier unten, aber nicht hier oben rechts. Da hast du sehr lange Wege. Und
hier rüber zum Gems kommst du nur hier unten lang. So, und da wird wahrscheinlich der MBF von David sein. Genau, da ist er. Und geht auch in die Expansion rein. Hier Einsatzfahrzeug. Erwartet nicht unbedingt immer die gleiche Baureihenfolge. Und alles, dass die Spieler jetzt das machen, was sie in die Ligen machen, weil ich habe das selber gespielt. Diese neuen Möglichkeiten, was man an Gebäuden bauen kann, die neuen Einheiten, die man bauen kann, die man sonst normalerweise als eine Fraktion nicht bauen kann, das verwirrt ein bisschen. Und das wirft dich so ein bisschen in deine Routine zurück. Deswegen da nicht verwundert sein. So, David. Suchen wir uns aus. David, schön gesetzt hier an Schemfeld dran. Gute Platzierung. Hier in der Mitte wäre vielleicht optimal gewesen. Hätte auch gleich hier rangehen können. Oder hier. Dann kann er das Erzfeld hier oben gleichzeitig mitnehmen. Hier unten ist jetzt nicht unbedingt die schönste Position. Da auf jeden Fall drauf achten, immer bei der Wahl eurer Raffinerien. Das entscheidet es. So, hier ist eine gesetzt. Ryder fährt oben links weiterhin. Möchte jetzt hier in das Gemfeld. Auch hier, nicht hier unten hinsetzen. Hier hinsetzen. Wenn das Gemfeld abgefarmt ist, kann ans Erzfeld ran. Ryder müsste die Map eigentlich zu Genüge kennen. So, fährt jetzt wieder runter, will nicht weiter hoch, obwohl hier oben eigentlich ein schöner, weil das ja ein Spawnpunkt ist, eigentlich ein schöner Bauplatz ist. Aber will vielleicht jetzt hier ein bisschen in die Mitte reingehen. So. David bewegt sich jetzt auch weiter Richtung Mitte. 6-7 Minuten rum vom Cooldown. 10 Minuten, hier ist der nächste Bau, steht aber nur rum. Tech-Zentrum ist gebaut. Wieso steht er nur rum? Ryder Tours ist eigentlich auf der anderen Seite. Aber David macht dem irgendwie nach. Ryder hat zumindest schon mal ein paar Panzer gebaut, aber noch keine große Basis. Jetzt der Bauhof in Bewegung. David konzentriert sich erstmal weiter hier auf Ressourcengewinnung, will jetzt links rüber. Hat er aber noch nicht erkundet. Ryder genauso wenig, noch nicht mit der Erkundung durch, ist nur bis hier vorne gelaufen. Sieht also auch noch nicht, was sein Gegner macht. Das ist so wichtig für die Wahl auch der nächsten Bauplätze und für das Umborden der Panzer nach dem ersten Angriff, nach dem Cooldown. Nach den 10 Minuten, wenn sie sich endlich aktiv angreifen dürfen. Vorher nämlich nicht. So, David geht jetzt hier hin. Setzt hier ein Kraftwerk. Ich denke, er möchte hier verteidigen. Genau, fährt jetzt hoch. Um hier diesen Bauplatz safe zu machen. So, Ryder sieht jetzt zumindest den Bauhof hier. Panzer hat er schon ein paar. Baut ordentlich schwere Panzer. Aber auch David geht in die Panzerproduktion rein. So, will hier auch den Übergang dicht machen. Raffinerie, vorsichtig. Die ist immer sehr nah hier an der KI-Base dran. Aber kommt gut rein. So, Ressourcen kommen bei ihm auf jeden Fall sehr, sehr gut rein bis jetzt. Nicht hier unten hin. Da einbauen. Oder hier in die Mitte. Oder ja. Ja, er baut sie hier hin. Alles gut. So, Ryder macht erstmal hier so ein bisschen seine Basis dicht. So, das war der 9-Minuten-Blitz. Das zeige ich für die Spieler noch eine Minute. Dann dürfen sie angreifen. Ryder am nächsten Gemfeld dran. Hier die Ressourcengewinnung auf jeden Fall noch verstärken. Ein paar Rockets werden gebaut. Beim David. Auch hier unten. Setzt hier auf Luftverteidigung. Noch kein typisches Onboarden so von Ryder, was man kennt. Er boardet gerne schon mal zum Ende des Cooldowns schon mal so ein paar Panzer vor, um dann schnell nach Ende des Cooldowns angreifen zu können. Geht jetzt hier erstmal weiter vor. Richtung nächsten Eingang. Bin gespannt, wie die beiden sich auch hier mit den schweren Panzern und so weiter machen werden, weil es sind beides so alliierten Spieler. Hafen. So, 3 Blitze. Bedeutet, Cooldown ist um, es darf angegriffen werden. Feuer frei. Sicht ist bei beiden noch nicht da.
So, jetzt hier auch schon mal die nächste nähere Konfrontation. Zwei Häfen jetzt hier. Also den Tümpel möchte er sich sichern. David jetzt mit Vollsicht. Ryder noch nicht. Keine Schattengeneratoren. Hier werden Kanonentürme gebaut. Ryder jetzt noch hier unten rechts. Das ist eigentlich eine Position, die er nie auslässt. Mitte rechts. So. Zerstörer kommen. Ja, beide noch ganz, ganz zaghaft. Oh, hier ist ein Speedsim, ne? Ah ne, wir haben wieder beschleunigte Aufnahme. Wir aufpassen. Oh, der war trotzdem ziemlich schnell unterwegs. Sah gerade zumindest so aus. Ne. Ja, beide noch sehr, sehr zaghaft jetzt hier. Ja, das kennt man. Oh, hier ist verstopft. Hier kommt nichts mehr raus. Die Einheit müssen erst wegbewegt werden. Kommen die jetzt hier raus? So, aber jetzt David bewegt sich schon mal ein bisschen nach vorne. Ja, Ryder expandiert, aber noch nicht mit der richtigen Frontbasis. Es sind nur so Raffinerien, die er gesetzt hat und die sind ultra verwundbar. Hier, jetzt der Bau ist immer noch unterwegs, baut weiter Raffinerien, aber er täte gut, auch noch eine richtige zweite Frontbasis zu bauen. Auch hier wieder, hier unten hingesetzt. Warum nicht hier hin? Ist doch viel effektiver. Wenn das Feld abgegrast ist, kann er hier weitermachen. Der wird erstmal vorgebordet. Nächste Waffenfabrik. Schön in der Mitte. Die Mitte hat David da wirklich im Griff. Und auch hier wird weiter umgebordet. Flughäfen. Ryder massig Silos gebaut. Man sieht es auch an seinem Geld. Also hier geht nichts verloren. Hier werden jetzt Flughäfen gebaut. Das heißt, hier werden gleich Mix kommen. So, und ein paar mittlere Panzer hat der David jetzt gebaut. Mal gucken, will er vielleicht mal ein bisschen sich vortasten. Aber er sieht ja eigentlich alles. Er sieht ja alles, dass er jede Raffinerie rausnehmen kann. Deswegen wundert es mich, dass er da noch nicht aktiv geworden ist. Traut sich vielleicht nicht so ran, dass er vermutet hier vielleicht einen Konter. Sieht auch hier die Schlagkraft von Ryder. Was mich wundert, ist, dass Ryder jetzt auch gar nicht reagiert. Sich hier einfach die Raffinerie rausnehmen lässt. So, und gleich auch die nächste. Hält hier nur dicht. Ist mir taktisch ein Rätsel, warum er das macht. Das macht er in der Liga sonst auch nicht. David stellt sich erstmal nur hier hin. Will erstmal die Sammler rausnehmen. Und er hat auch alle Zeit der Welt dazu, weil Ryder rührt sich keinen Zentimeter. Hier ist eine Kaserne. Tanyas. Ryder baut gerne Tanyas. Fehlt ihm aber das Tech-Zentrum dazu. Das hat er noch nicht. So, zweite Raffinerie raus. Hat der David sich hier mit seinen paar mittleren Panzer nehmen können. Die nimmt er sich jetzt auch. Der Sammler ist eh gleich schon Geschichte. Auch wenn er jetzt viel Geld hat, verstehe ich das nicht ganz, weil das Geld wird gleich ganz schnell bei ihm zusammenbrechen. So, der nächste Panzertrupp bewegt sich nach hier unten hin. Da, Tanyas gebaut. Bewegt sich nach da unten hin und möchte hier der nächste Raffinerie rausnehmen. Und Ryder hier auch wieder keinen Zentimeter, den er sich rührt. Verstehe ich nicht. Als wenn er nicht da wäre. Ja, doch, hier bewegen sich ein paar Panzer aktiv. Aber auch nur innerhalb seiner Base. Warum? Lässt sich hier die komplette Eco zerschießen. Das hier wird auch nicht mehr lange halten. So, jetzt kommen die Tanyas. Muss man aufpassen. Aber Bunker kommt schon.
Weil das hat David nämlich schon gesehen. Er hat ja Vollsicht. Schattengenerator ist ja hier unten nicht. Also nichts mit heimlich Tanjas produzieren. Ryder hat ja noch keine Vollsicht. Aber David sieht alles. Ja, Bunker, Bunker. Hier werden jetzt Bunker gebaut. Und dann kommt die Tanja hier auch gleich. Nicht durch. So, die Panzer haben die Raffinerie auch weggeräumt. Bleiben wir dran. Gucken, was sie machen. Weil der läuft hier komplett am Rand lang. So, der Panzertrupp hier nimmt sich auch gleich die raus. Hier maßt sich Tanja. Uiuiui, was hat Ryder denn vor? Wollen den Tanja-Kampf machen? So, hier werden Bunker gebaut, da werden Bunker gebaut. Ja, die haben überhaupt keine Chance durchzukommen. So, und die hier? Was hat Ryder hier mit vor? Neue Erkundungseinheit, oder? Die werden gleich gebrutzelt hier. Hier kommen die nämlich nicht durch. Ja, er muss schon wieder umdrehen. Und David produziert in der Zeit fröhlich weiter seine Panzer, weil... Ja, nimmt jetzt hier natürlich noch die Frontbasis vom Ryder raus. Und damit ist auch die Frontbasis hier gleich Geschichte. Und David weiß, der Rest sitzt hier drin. Ja, und da braucht er gleich nur mit Gewalt rein. Muss er auch, weil hier stehen so viele schwere Panzer. Ryder baut Spione, warum auch immer. Spiel läuft erst gerade mal 17 Minuten. Flughäfenbautag, guck mal, das Geld weniger. Er war noch gerade bei fast 30.000. Ja, und jetzt kaum noch Income. Weil er nur noch hier auf seinen kleinen Erzfeldern sammelt. Ja, hier werden massig Flugzeuge gebaut, ist auch gar nicht verkehrt, weil Luftverteidigung ist auch hier nicht vorhanden. Das heißt, die werden hier gleich fröhlich reinfliegen. Brauchen sich nur Bauhof, Waffenfabrik, Waffenfabrik vornehmen und den Bauhof natürlich auch nacheinander. Und dann ist es vorbei. Bevor der erste Panzer hier richtig seinen ersten Schuss abgegeben hat von Ryder. So, hat jetzt auch Vollsicht. Kann hier auch reingucken. Beim David gerade. Sieht hier die Panzer. Sieht auch die Flugzeuge. Also eigentlich das Zeichen für ihn, jetzt Rockets zu bauen. Nein. Ryder baut Spione en masse. So, Geld ist leer bei Ryder. Ab jetzt läuft seine Fabrik nur noch in Kurzarbeit. Ja, hier werden massig Flugzeuge gebaut. Könnte David auch machen. Er hat alle Zeit der Welt. Er hat das Geld, er hat die Mittel. Warum nicht? Kurz zu trinken. So. Ja, also sehr, sehr, sehr passive Spielweise von beiden. Ryder setzt im ganzen Grad hier in diesem Match schon so ein bisschen die Krone auf. Hier ist ein Drop. Wir hier Schattengeneratoren rausnehmen. Auch mal für die Sicht. Weil er will hier gleich seine Flugzeuge starten lassen. 9 Flugfelder hat er schon gebaut. 12 wären ideal. Könnte er 2 Sechser-Tops machen. Dann kann er hier wirklich 2 Gebäude gleichzeitig, 2 große Gebäude rausnehmen. 1-2. 1-2. Spiel. Schachmatt. Ryder. So, er baut selber Rockets. Er hat die Flugfelder hier beim Ryder gesehen. Oder er ahnt es. Er hat das gesehen, ja, gesehen nicht. Aber er ahnt wahrscheinlich was. Aber hat er vorhin auch schon Rockets gebaut. Also eigentlich war hier vorhin schon genauso ein bisschen auf Flugverteidigung aus. Sie stehen auch schön weit hier vorne. Das heißt, wenn die losfliegen,
werden die bereits hier schon abgefangen, bevor die sich hier Ziele oben vornehmen können. Hier ist jetzt keine Luftverteidigung groß. Überall so ein Bunker gebaut. Hier stehen Panzer rum. Ja, Ryder komplett pleite. Schickt hier nur seine Spione so ein bisschen übers Feld. Wird gebaut. Aber mehr auch nicht. Jo, wir warten hier eigentlich nur auf den großen Knall. Hier werden immer mehr Rockets gebaut. Hier kommt ein Aufklärungsflugzeug vom David, das möchte hier reingucken. Tut's jetzt auch. Ich denke, hier wird sich jetzt das erste Ziel gesucht. Und da kommen die Mix. Alle auf einmal, alle 9 Stück. Haben ihr Ziel anvisiert. Ja, aufpassen hier. Hier ist Flugverteidigung. Hat er gerade schon zu spüren gekriegt. Und die werden sich erstmal... Was nehmen sie sich vor? Bauhof. So, ah doch, Ryder baut Flugverteidigung jetzt. Und damit gräbt er sich noch mehr ein. Ja, die kann er hier schön hier am Rand lang platzieren. Und die fangen dann die Mix ab. Obwohl, er hat kaum Geld. Womit soll er groß Rockets bauen, ne? Ja, ein paar kommen raus. Die reichen leider. Mix sind sehr, sehr stark, sehr, sehr schnell, aber auch sehr anfällig für Luftverteidigung. Ja, das ist natürlich hier komplett overpowered. Ja, Geld für Flugzeuge hat er gar nicht. Braucht David sich überhaupt keine Sorgen machen. Er kann sich auch denken, dass der Ryder momentan komplett in Geldsorgen steckt. Weil, wovon soll er leben hier? David aber momentan auch so ein bisschen am Geldlimit. Warum, weiß ich nicht. Er muss hier gerade wieder so ein bisschen Flugzeuge nachbauen. So, die Aufnahme hat wieder beschleunigt und ich würde vorschlagen, das lassen wir auch so auf doppelter Geschwindigkeit. Zumindest bis es hier mal richtig losgeht. Weil da warten wir alle gerade drauf. Hier kommt ein Bau vom Ryder raus, jetzt erst. Will dann doch mal expandieren. Nee, wird nur nachgebaut. Mehr will er nicht hier machen. So, jetzt boardet der David vor. Aber da wird er noch nicht mit durchkommen. Sind einige mittlere Panzer dabei. Er hat hier oben die Panzer dann nicht mitgenommen. Und die würde er brauchen, wenn er hier durchkommen will, weil das sind alle schwere Panzer. So, David erkundet nochmal. Schickt seine Mix nochmal los. Eins, zwei, drei Bauhöfe. Hier wird der vierte Bauhof gebaut. Tech-Zentrum raus. Leider nicht blind, weil er hat ein zweites. Ja. Das war es eigentlich so. Übrigens, wenn die Luftverteidigung Rockets baut, spielt ihr gegen einen Alliierten. Macht ihr das so, wie Ryder das macht. In die Base stellen. So, aber jetzt geht's erstmal hier los. Können wir uns gleich angucken. Der erste Kampf hier vorne, aber der wird abprallen. Komplett. Da wird Ryder nicht durchkommen. Der wird nicht durchkommen gegen Ryder. Gut, muss er auch nicht. Er kann erstmal hier einfach ein paar Panzer wirklich schwächen. Ah, hier ist einer durchgefahren, der wollte mal erkunden. Die Mix starten auch schon wieder, sind aber nur 4 Stück. Oder zumindest nur noch einer, weil der ist hier komplett über die Base drüber geflogen. Ja, kommt nichts an. So, Crow. Ah, hier sind ein paar Panzer hochgefahren. Wollten sich hier den Bau vornehmen. Und das macht Ryder auch. Wir bleiben auf doppelter Geschwindigkeit. Ryder jetzt hier einmal im Gegenangriff. Und jetzt muss sich hier David auch ein bisschen bemühen. Weil die schweren Panzer, die können Schaden anrichten, aber lassen sich hier gerade richtig schön von den Rockets rausnehmen. Weil er sie genau neben die Rockets platziert hat. Ja, und damit auch der Angriff von Ryder veredelt. Hier sind ein paar Mix geflogen, aber keine Wirkung. So.
So, David steht gut im Geldfutter, kann ja wieder seine Mix nachbauen, kann Panzer nachbauen. Und das macht er auch. Bauch wird hier weggezogen. Hat hier Hunde gebaut wegen den ganzen Spionen, so wie es aussieht. Die Panzer stehen hier immer noch rum, die haben Pause, die haben schon genug gemacht heute. Und ja. So, was wollte ich sagen? Luftverteidigung, Rockets. Wenn ihr gegen einen Alliierten spielt, macht ihr das so wie Ryder. Stellt ihr hier in ein paar Trupps überall in die Base rein, weil es kommen Helis, die hovern über dem Ziel. Wenn ihr gegen einen Sowjet spielt, hier hinstellen. In Flugrichtung, wo sie herkommen. Weil die sollen abgefangen werden, bevor sie ihre Raketen abschießen. So, das wollt ihr verhindern. Ryder baut Chronopanzer. Hat er, glaube ich, vorhin schon mal gemacht, ja. Das war der Kronenblitz, den wir vorhin gesehen haben. Aber hier, einer kommt durch, nimmt sich das Tech-Zentrum von David vor, trifft es und damit David blind, weil David kein zweites Tech-Zentrum gebaut hat. Aber gut, was soll er auch groß sehen? Er weiß, der Ryder sitzt hier in der Ecke und da muss er ihn nur noch rausholen. Pulvert hier wirklich wieder seine Panzer davor. Gut, er muss den Ryder hier ein bisschen dezimieren. Irgendwann kommt er durch, weil Ryder kriegt ja kaum Geld rein. Die Mix sind auch wieder dabei. Ja, als Panzerabwehr überhaupt nicht zu gebrauchen. So, Ryder muss jetzt hier von links schon was abziehen. Also hat hier bald keine Panzer mehr. David muss jetzt hier nur den Druck aufrechterhalten. Schickt auch schon die Mix wieder los. Da habt ihr es gesehen. Die Rockets konnten schießen, aber waren dahinter. So, und wenn die hier vor dem Ziel stehen, sind die viel, viel effektiver. So, von hier kommen Panzer. Hier wird was verkauft. Ryder zieht hier alles zusammen. Die nächste Panzerfront, hier eine Kiste, eiserner Vorhang gezogen. Damit rein. So, was macht David? Will er reinfahren oder will er kämpfen? Nee, er wollte, glaube ich, hier ein bisschen vorbeifahren, aber lässt sich hier vor der Tür abfangen. So, der hat natürlich jetzt ein bisschen was abgefangen. Und David bricht hier langsam immer weiter durch. Ryder versucht hier noch ein bisschen mit Türmen gegenzuhalten, aber das wird nicht lange halten. Nee. Und damit Ryders Panzer hier schon fast komplett aufgebraucht. So, nächste Panzerfront kommt. Ja, David braucht jetzt nur noch Panzer und Panzerwelle schicken. Macht er gut, vereinigt er mit der kleinen Panzertruppe von da vorne und das könnte schon reichen, um hier zumindest hier das hier vorne wegzuräumen. Was ist das? Das ist ein Spiel, das ist ein Grafikfehler. Ja, der existiert nicht mehr. Keiner Grafikbug. So, und die Panzer reichen aus, um hier durchzubrechen. Das ist eigentlich der Moment für David, alles hier reinzuziehen. Weil jetzt kann er rausnehmen. Nicht die Kraftwerke. Wichtige Gebäude. Bauhof. Nichts. Aber Ryder verkauft. Fire Sale. Das heißt, GG für den David. Da hat er einen sehr, sehr passiv gestellten Ryder so gut wie besiegt. War aber auch dann abzusehen. Ja gut, die braucht er jetzt wirklich nicht reinschicken. Weil die werden natürlich die ganzen Schütze jetzt wirklich rausgenommen. Ja, aber hier wird alles rangezogen, was er hat. Und dann auch aufgeräumt. Ja. Genau. Ja, leichtes Spiel für David. Gegen einen sehr, sehr passiven Ryder, der hier nicht einmal groß in Angriff gehen wollte, bis auf die Tanyas, die er da losgeschickt hat, aber die waren aussichtslos gegen die Vollsicht vom David. Wo hat Ryder noch was? Ah ja, er hat ja seine... Da hat er noch, einen Sammler stehen. Da fährt er. Speed-Sammler. Den muss er rausnehmen und dann haben wir gleich die Statistik hier. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ihr habt hier einen kleinen Einblick in unsere Spezialliga gehabt. Die beiden haben jetzt nicht alles gezeigt, was sie hätten zeigen können.
Aber der Ryder hier auch sehr, sehr passiv. Ich glaube, er war komplett überfordert so ein bisschen mit dem Bau, was er alle Möglichkeiten hat. Hätte er mehr draus machen können, hat er nicht. David hat es ausgenutzt und damit gewonnen. Ja. So, gehen in die Statistik rein. Ich würde mich freuen über ein Like, einen Kommentar, ein Abo, Kritik gerne gesehen, solange sie konstruktiv ist. Wünsche euch alles Gute. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.